Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute die zwei neuen Almasiva Sorten für euch. Beide stehen schon hier neben mir und wir schauen die uns heute im Review an. So, bevor wir aber zu dem Review von den beiden Sorten kommen, würde ich sagen, zeige ich euch erstmal noch den Kopfbau. Da seht ihr Schnitt und Feuchtigkeit und wie ich meine Köpfe gebaut habe. So, dann bauen wir uns als erstes mal zwei Köpfchen von den neuen Almasiva Sorten. Den Nasib bauen wir natürlich in dem gelben Oblako und den Anna Bahebek, den bauen wir in dem schwarzen Oblako. Übrigens Leute, sorry für die Aussprache. Ich kann leider kein Arabisch, also wenn ich das ein bisschen almanmäßig ausspreche, dann müssen wir jetzt halt in diesem Video damit leben. Nasib heißt wohl Schicksal und Anna Bahebek heißt wohl ich liebe dich, wenn man es zu einem Mann sagt. Soweit auf jeden Fall meine Auskunft von Dennis und Google. Wir bauen einfach mal die Köpfe, weil wie das Ganze schmeckt und riecht, wird glaube ich deutlich wichtiger sein, als ob ich hier die Aussprache richtig treffe. Als erstes bauen wir mal den hier. Was die Sorten sind und wie sie riechen und so, da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal Schnitt und Feuchtigkeit absolut on point. Wir haben hier fast gar keine Ästchen in der Dose. Feuchtigkeit ist absolut perfekt. Also Schnitt und Feuchtigkeit ist ja optimal, ne? Wirklich optimal. Wie man das halt gewohnt ist. Ich nehme übrigens zweimal den Oblako M. Ich denke, wenn wir zweimal hier relativ ähnliche Sorten haben, dann ist das vielleicht auch ganz nice, wenn wir da zweimal einen ähnlichen Kopf nehmen. Erstmal einfach locker fluffig rein. Hier übrigens mit der Darkside-Gabel, die immer im Care-Package war, wo auch diese Abtropfmatte drin war und so. Sehr, sehr nice Gabel. Hat hinten auch noch, kann ich euch jetzt mal zeigen, wenn wir zum Verteilen kommen, hier hinten drinne noch so einen kleinen Stecher. Das heißt, es ist auch eine sehr schöne Gabel-Stecher-Kombi. So, wie immer in den Tabak-Reviews werde ich das Ganze locker fluffig, ganz knapp unter den Rand bzw. fast auf Randhöhe bauen. Werde versuchen, das nicht großartig anzudrücken, sodass wir ein nettes Noppenkontakt-Setup haben. Hier habe ich ein kleines bisschen zu viel Tabak genommen. So, machen wir ein kleines bisschen wieder raus. Und verteilen das Ganze noch ein bisschen. Im nächsten Schritt gehen wir dann einmal um den Rand rum, gucken, dass wir keinen Tabak außen auf dem Rand liegen haben. Den wollen wir natürlich im Köpfchen haben. Man kann auch einfach hier so den Rand noch so ein bisschen entlang streichen, dass sich das ein bisschen angenehmer verteilt. Also nichts auf dem äußeren Rand liegen haben, nichts auf dem inneren Rand liegen haben. Aber das haben wir ja schon ungefähr eine Million Mal zusammen gemacht. Also ich glaube, da wisst ihr mittlerweile, wie ich meine Köpfchen baue. So, nicht absolut perfekt, aber gut genug auf jeden Fall. Auf den dunklen Oblako packen wir hier auf jeden Fall auch noch den Niris drauf. Und dann haben wir unser Köpfchen Nummer 1 gebaut. Fehlt noch Köpfchen Nummer 2, der Nasib. So, der natürlich Schnitt, Feuchtigkeit mäßig genau gleich. Ich finde, man sieht an der Farbe, dass er ein klein bisschen dunkler ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Kamera auch so rüberkommt. Aber der Nasib ist ein klein wenig dunkler. Könnte ich mir dadurch erklären, dass mir wurde mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Also ich hatte nie selbst Vanillearoma, das man für Shisha-Tabak benutzen kann. Aber mir wurde mal gesagt, dass Vanillearoma dunkel ist und deswegen Sorten, die ein bisschen Vanillearoma enthalten, da eben ein kleines bisschen dunkler werden können. So, schnappen wir uns Kopf Nummer 2. Und auch wie bei dem anderen, locker fluffig Tabak auf die Gabel, rein in den Kopf streichen, gucken, dass nicht zu viel ins Funnelloch fällt. Wenn euch das stört, dass mal ein Tabakflöckchen oder sowas ins Funnelloch fällt, könnt ihr euch natürlich auch so einen Funnelstopfen holen. Puh, mich juckt das ehrlich gesagt nicht so, also wenn da mal ein Tabakflöckchen reinfällt, dann ist das so, dann wird das aufgesammelt und dann lege ich das wieder in die Dose. Da muss ich persönlich mir jetzt nicht direkt einen Funnelstopfen holen und in der Regel fällt mir auch nicht so viel nebendran. So, the same procedure, wir gehen wieder einmal rum, gucken, dass nichts zu weit in der Mitte liegt, gucken, dass hier kein Tabak auf dem Rand liegt, sondern streichen den schön mit ins Köpfchen. Werden auch wieder ein locker fluffiges Noppenkontakt-Setup fahren. Wie gesagt, wenn ich Tabak teste, ist das einfach immer mein Lieblings-Setup. So finde ich, kann man Tabak am besten testen, weil man ihn nicht zu sehr strapaziert, aber jetzt auch nicht den komplett kalt lässt sozusagen. Keine Ahnung, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Mittelweg, um Tabak zu testen. So, und dann hier noch die zwei Flöckchen rein. So. Und dann haben wir auch dieses Köpfchen erfolgreich gebaut.
Ihr seht schon, Leute, wenn man Kopfbau häufiger macht, dann ist das irgendwann wirklich kein großer Akt mehr. Und dann haben wir schon unsere zwei Köpfchen gebaut und ja, machen mal Kohle an und testen die Dinger, würde ich sagen. So, und da sind wir wieder mit den beiden Sorten. Erstmal sollten wir vielleicht klären, was die Sorten sein wollen. Wir haben einmal den Nasib, das soll ein Zitronenkuchen sein, kennen wir ja schon von manch anderen Herstellern. Und wir haben den Anna Bahebak. Wenn ich die Sortennamen nicht perfekt ausspreche, seht es mir nach, ich kann kein Arabisch. Wenn ich die ein bisschen almanmäßig ausspreche, müssen wir damit eben leben. Den zweiten Kopf haben wir auch schon gebaut, ihr habt es gesehen, beide sind am Start. Und als erstes läuft der Nasib, der Zitronenkuchen. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr ja eben schon im Kopfbau gesehen. Das ist absolut on point, wie man das von Almastiva eben so gewohnt ist. Und bisher muss ich sagen, hat auch so ziemlich keine einzige Almastiva-Sorte enttäuscht. Und generell Almastiva, der für mich mit Abstand beste Rapper-Tabak. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier kriege ich wirklich einen neuen, nicen Shisha-Tabak und nicht einfach nur irgendwas, was man über den Namen von irgendeinem Rapper vertrieben hat oder verkaufen will. Bei Almastiva sind das wirklich nice Sorten. Ob die zwei neuen auch so nice sind wie die alten, das klären wir jetzt. Und ich würde sagen, wir kommen als erstes mal zu dem Geruch von dem Nasib. Also geruchmäßig hat man auf jeden Fall, Zitronenkuchen kommt sofort rüber. Es ist eine sehr beißende, sehr saure, leicht chemische Zitronennote mit einer sehr, sehr süßen Teignote im Hintergrund. Riecht aber sehr, sehr süß, sehr lecker und bis auf diese leicht chemische Zitronennote, finde ich, riecht er sehr, sehr nice. So, wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Setup ist übrigens die Smoke Labs Air Lounge mit dem Oblaco M Kalaut 1 Plus obendrauf. Und kurze Werbung an der Stelle. Das erste eigene SWG-Produkt ist seit kurzem auf dem Markt, die SWG-Zange. Falls ihr Bock auf eine SWG-Zange habt, könnt ihr gerne mal bei NobleDust.shop vorbeischauen. Natürlich auch mit Code SWG10 noch 10% sparen. Ich finde die sehr, sehr nice. Ich habe schon lange die NobleDust-Zangen bei mir daheim und deswegen auch genau mit den Jungs die Kooperation für die SWG-Zange. So viel zu meinem Setup und zu der kurzen Werbung bezüglich der Zange. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne mal bei NobleDust.shop vorbei. Rauchentwicklung muss ich, glaube ich, mehr auch schon nicht zeigen oder sagen, raucht wunderbar. Man könnte das Ganze natürlich auch noch in einem Overpack bauen, dann würde man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Rauch rauskitzeln können, aber läuft auch so wunderbar. Rauchverhalten ist auch wunderbar, also kein Drücken, kein Kratzen, nicht zickig beim Anrauchen, nichts dergleichen, läuft wirklich sehr angenehm. Dann kommen wir als nächstes zum Geschmack und der Geschmack ist ein bisschen durchwachsen, möchte ich sagen. Erstmal vorneweg. Nasib war die weniger gute Sorte von den beiden neuen für mich persönlich. Generell, was ich so aus der SWG-Community bis jetzt rausgehört habe, von den Leuten auf dem Discord, in den Kommentaren, im Livestream und so weiter, sehr, sehr durchwachsenes Feedback. Es gab einige Leute, denen hat die Sorte geschmeckt, dann aber nicht die andere. Andere fanden die eine gut, aber die andere dann nicht. Also sehr, sehr durchwachsen auf jeden Fall. Für mich persönlich Nasib die etwas schlechtere Sorte, weil... Und da müssen wir eigentlich erst zum Geschmack kommen. Es ist ein bisschen schwierig. Die teigige Note von dem Kuchenpart beim Zitronenkuchen, die ist sehr, sehr nice getroffen. Man hat im Abgang noch so eine leichte Nussnote. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was für Nüsse, aber ich finde, da ist so eine leichte Nussnote auf jeden Fall noch mit am Start. Eine leichte Vanillenote, ganz leicht cremig, aber ich würde nicht sagen, dass es ein super cremiger Tabak ist. Also für einen Zitronenkuchen-Tabak ist er erstaunlich nicht cremig oder erstaunlich uncremig. Das Einzige, was mich bei dem so ein bisschen stört, ist diese Zitronennote, die sehr, sehr künstlich und leicht beißend wirkt. Am Anfang, bei den ersten Zügen, dachte ich mir erst so, das ist gar nichts für mich. Dann habe ich den Kopf natürlich weiter geraucht und je länger ich ihn geraucht habe, umso besser wurde das dann. Und jetzt beim zweiten Kopf finde ich ihn schon viel besser als beim ersten Kopf. Aber es ist immer noch so ein bisschen durchwachsen. Also diese Zitronennote gefällt mir eigentlich nicht. Dafür, dass ich eigentlich keinen cremigen Tabak mag, finde ich diese Kuchennote aber extrem geil. Und dann auch mit diesem leicht nussigen Abgang
wirklich nice. Aber es ist immer noch so ein bisschen, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich ihn jetzt wirklich mag oder eher so, meh. Wisst ihr, also es ist sehr schwierig bei dem Nasib. Also, je mehr ich ihn rauche, umso mehr gewöhne ich mich dran. Und dann aber immer noch ab und zu dieses, die Zitronennote, die hätte man so ein bisschen anders lösen können, meiner Meinung nach. Oder sollen vielleicht auch. Es ist keine schlechte Sorte, aber es ist auch keine wirklich gute Sorte für mich persönlich. Wie gesagt, ich habe auch aus der Community schon von einigen gehört, die gesagt haben, die finden den mega nice. Es gibt auch andere, die stimmen mir zu und Leute, die finden ihn komplett ekelhaft. Sehr, sehr schwierig bei dem Nasib. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich mir die Sorte geholt habe. Also ich glaube, die kann man gerade über den Winter sehr gut mal wegrauchen. Bei mir ist es, eigentlich ist er sehr nice. Mit diesem kleinen Manko, dass mich die Zitronensäure-Note da so ein bisschen stört. Die erinnert so ein bisschen... Weiß nicht, es ist jetzt schwer zu beschreiben, aber wenn man Parfüm sprüht oder so und dann so einen kurzen Atemzug davon bekommt, dieses Gefühl von der Zitrone, das ist irgendwie mit am Start und das stört so ein bisschen. Aber abgesehen davon, nicht schlecht dafür, dass ich eigentlich gar keine cremigen Sorten mag, außer White Cake, ist er gar nicht so übel. So, ich würde aber sagen, wir packen den Nasib beiseite und kommen zu der Sorte, die mir deutlich besser geschmeckt hat, dem Anna Bahebak. Zwischendrin noch ein ganz, ganz kurzer Aufruf. Ich würde super, super gerne 2021 die 100.000 Abos voll machen. Das heißt, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr die Qualität geil findet, wenn ihr es cool findet, was ich an Videos rausbringe und so weiter, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst. So, das zweite Köpfchen ist angeraucht. Der Anna Bahebak, ein kandierter Apfeltabak. Klingt sehr interessant. Apfeltabak ohne Anis. Haben wir ein paar gute, aber gar nicht so eine Riesenauswahl. Es gibt den Oast Bonnie & Clyde. Es gibt den Persian Apple von Chilmer. Und es gibt seit kurzem den Red & Green. Wobei das ja kein purer grüner Apfel ist, sondern eine Mischung aus einem grünen und einem roten Apfel. Aber kein Doppelapfel, kein Anis. Hier ist auch kein Anis am Start. Es soll ein Apfel sein, der aber kandiert ist. Also stelle ich mir eigentlich einen Apfeltabak in ein bisschen süßer vor. Ob das auch genauso ist, das schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal der Geruch. Und erstaunlicherweise hat man kaum Süße. Man hat eine schöne, saure Apfelnote am Start, die aber wirklich sehr, sehr nice ist. Eine ganz, ganz leichte Süße, aber bei einem kandierten Apfel hätte ich mir da wirklich viel, viel mehr Süße vorgestellt. Ob das im Geschmack auch so ist, das testen wir dann wohl auch mal direkt. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, die Sorte für mich auf jeden Fall ein bisschen besser als der Nasib. Rauchentwicklung auch wieder absolut wunderbar. Ringe funktionieren auch sehr gut mit dem Tabak. Surprise. Ja, kommen wir zum Geschmack. Für mich, wie gesagt, ja schon die bessere Sorte von den zwei neuen. Ich finde, der Anna Bahebak, und again, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich spreche halt kein Arabisch, deswegen wird die Aussprache wahrscheinlich... ja, ziemlich beschissen sein. Aber wir haben eine sehr, sehr leckere Apfelnote am Start. Ich hätte mir auch im Geschmack ein bisschen mehr Süße gewünscht, aber es kommt auf jeden Fall schon mal mehr Süße durch, als das im Geruch eben der Fall war. Man hat aber einen schönen, saurigen, frischen Apfel mit noch einer leichten Süßenote am Start. Da würde ich sagen, ist der kandierte Apfel mit am Start. Aber wenn mich jemand fragt, ist das schlicht und ergreifend ein sehr, sehr nicer Apfeltabak geworden. Also wenn ihr einen Apfeltabak sucht ohne Anis, dann könnte der auf jeden Fall was für euch sein. Ich finde, der ist sehr nice. Im Ranking mit den anderen würde ich sagen, ist er relativ gleich auf. Also da kann man einfach mal durchprobieren. Wenn ihr noch so eine leichte süße Note mehr mit am Start haben wollt, als bei den anderen, die ich gerade genannt habe, dann dieser Tabak, der Anna Bahebak, dann ist der auf jeden Fall was. Ja, also... Für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Alternative. Für mich auch der definitiv der bessere von den zwei neuen. Der Nasib für mich eher eingeschränkt. Wie gesagt, wenn man auf so Kuchenzeug steht, könnte der einem schmecken. Seid euch aber darüber im Klaren, dass der auf jeden Fall so eine sehr saure, leicht beißende Zitronennote mit am Start hat. Aber der safe sehr, sehr nice. Der Nasib eher eingeschränkt für mich. Das soll es zu den zwei neuen Almasiva-Sorten auch schon gewesen sein. Wenn ihr die schon probiert habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.